Tag auch hier zu einer neuen Folge Let's Play Civilization Beyond Earth. Und wir sind gerade dabei, unsere Soldaten hier zu Marines zu machen. Und zwar, indem sie mehr beim Angriff Schaden machen. Yay. So, hier die ganzen Soldaten. Schon ziemlich cool. Hier so Jünger, Apostel und so. Ist schon nicht schlecht. Du hast keine Expeditionsmodule mehr. Aber 25 Kultur. Das ist sehr schön. Da muss irgendwo ein Nest sein. Kannst mir natürlich nicht erzählen, dass die alle nur einfach so da zum Spaß sind. Freizeitbeschäftigung oder so. Wie ich sehe, wissen auch sie den Wert der Aliens. Ja, ja, okay. Wissen wir mittlerweile, was sie damit meint. Nicht wahr? Ja. Joa. Achso, wir sind schon wieder dran. Wir paddeln uns hier. Die finde ich richtig cool, diese Kraken. Also der Krake. Das sieht aus wie so ein schwimmender Felsen. Oh, ja, gleich zwei. Einer wäre auch langweilig, ist ja viel zu einfach. So, was bauen wir hier? Dann bauen wir eine Mine. Ich weiß nicht genau, wie das ist mit der, wie man hier das jetzt macht, dass ich hier endlich mal was hinbauen kann. Ich möchte schließlich die ganze Zeit dieses komische Signal haben. Quest aktualisiert. Questentscheidung, fette Jahre. Und ein Belagerungsruhm. Guten Tag, der Herr. Ist aber ein komisches Riff, das verändert sich die ganze Zeit. Okay. Hier, das ist, sind die, wie heißen sie? Brasilia heißen sie. So. Dann werden wir da gleich Miasma entfernen. Den werden wir dann darunter schicken zum Miasma entfernen. Da wir das Depot jetzt gebaut haben, können wir einen erheblichen Ressourcenüberschuss erwirtschaften. Die Frage ist nur, was wir mit diesen ganzen Gütern machen. Schicken wir sie in unsere Fabriken oder lassen wir unsere Händler mit Handel treiben? Produktion oder Energie durch Handelslager? Produktion. Produktion ist super. Liste hinzufügen. Ah ne, wir haben ja schon Handelskonvoi. Ist die Frage, wenn wir ein Handelsschiff bauen, ob wir vielleicht dann bis da drüben handeln können. Also hier mit der Fernbasis 1. What's ours is yours. For a price. For a price. Ich mag den Typen. Der hat auch einen coolen Anzug und so. Ja, natürlich arbeiten wir gerne zusammen. Jedenfalls solange es uns dienlich ist. Station entdeckt. Und eine Questentscheidung. Wildleben bewahren oder Wildleben oder für die Arbeit trainieren? Nein, wir werden Wildleben bewahren. An diesem Morgen sah ich fliehende Scharen. Herden, die sich über die Ebene bewegten und lauschte dem Klang des Wassers, der sich mit dem Morgengesang vermischte. Und ich weinte angesichts der Schönheit von all dem. Haustiere waren schon immer ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens. Je mehr Tiere wir domestizieren, desto weniger Gefahr stellen sie für unsere Städte dar. Wir sind in das Leben dieser Aliens eingedrungen. Es ist nur gerecht, wenn wir sie jetzt verbessern. An diesem Morgen sah ich fliehende Schatten. Ah, okay, ja. Wir haben Stufe 2 der Harmonie erreicht. Yay! Ja. Ja, ne? Hammer erreicht. Ist cool. Du brauchst Befehle. Weg mit dem Miasma. Oh, und schon wieder Ressourcen. So ein unten abgestürzter Satellit. Wir brauchen wirklich dringend diese drei mehr Expeditionsmodule.
Das bauen wir uns jetzt zu Tode mit den ganzen Erkundern. What's ours is yours. For a price. For a price. Ja, mach mal. Machen wir. Warum denn nicht? Eine 4 Milliarden Jahre alte Welt voller Ressourcen, die sich nur eine Handvoll Leute teilen. Wir werden hier ein Vermögen machen. Hutama, ja, das ist so ein Wirtschaftstyp, der Hutama. Ja, ja, ja. Oh, das Land. Captain, es ist Land in Sicht. Eine Stammruine. Nicht im Miasma. Dass ich das mal erleben darf. Ach Mist. Da war ja eine Ressourcen-Dings-Bums-Dings. Auf nach da. Und zur nächsten Runde. Ja, ich übersetze das mal ganz kurz. Also sie hat ungefähr gesagt, ich bin jetzt ziemlich gut im Schieß. Also sie hat ungefähr gesagt, es ist so schwer, auf diesem Planeten gute Nachbarn zu finden. Ich würde gerne ein Kooperationsabkommen abschließen, zum Wohl ihrer Leute wie meiner. Was sagen sie? Ungefähr das hat sie gesagt. Ich habe frei übersetzt. Meine, keine Ahnung, was das sind. Ich schätze mal, das ist Chinesisch. Meine Chinesisch-Künste. So. Auf nach da und auf zum Expeditionieren. Boah, eine riesige Insel. Jetzt sind die da auf diesem Ressourcenpot und ich habe schon wieder vergessen, dass überhaupt der Ressourcenpot da ist. Ach. Schlimm. Oh, da ist wieder Land. Die bauen hier ihre Stadt. Eine neue. 智慧和财富是最好的分享物. Kann ich ja nochmal übersetzen, für die es jetzt vielleicht nicht verstanden haben. Also, ich denke, unsere beiden Territorien haben ein gegenseitiges Interesse an, wie sagt man es nochmal? Einem Abkommen zur freien Durchreise. Ja, so ungefähr, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Die nimmt mir die Worte aus dem Mund. Keine Ahnung, was die gesagt hat. Falls das einem noch nicht aufgefallen ist. Schwebesteine. Schweb, schwebe, schweb, schwebe, schweb, Schwebstein. Ob dieser Stein auch den Freischweber hat? Ach Mist. Ich vergesse es immer. Da ist dieser Ressourcenpot. Warte, Moment. Ist der eigentlich mit als... Nee, das ist kein Ressourcensymbol. Vielleicht sollte ich einfach mal sagen, dass er einfach dahin gehen soll. Man könnte sagen, das wäre klug. So, jetzt warte da. Ist schon wieder so ein schwimmender Felsen. Gut, dachte er ja. Gucken wir mal, wo die Citadella steht. Uns ist aufgefallen, dass sie in der Nähe unseres Territoriums nach Sammelgut und Artefakten suchen. Das muss aufhören. Ihre Bitte ist mir gleichgültig. Die Ausgrabungen werden fortgesetzt. Muss ich es erst eskalieren lassen? Oh, also. Während der Erforschung der Stammesruinen, haben mehrere Mitglieder ihrer Explosion gleichzeitig eine mächtige Vision, in der es um den Bau eines gewaltigen Gerätes ging, das größer als eine Stadt war. Die Vision war so detailliert, dass das Team einige der erhaltenen Geheimnisse mit euren Leuten teilen konnte, sodass nun eine Affinität frei aufgestuft wird. Geil. Drohnen. Überall Drohnen. Marine. So, jetzt, wo ist denn der Typ mit dem Ressourcending?
Du sollst hier Expeditionen bauen. Du baust hier eine Mine. Ah, da. 60 Energie. Ist doch was. So. Und dann gehst du nach unten. Neues Questlog. Eine Questentscheidung. Gentresor von Reginaldo de Alençar gebaut. Stammruine. Ach genau, mit der Fertigstellung des Ultraschall-Zauns haben wir eine neue Anwendungsmöglichkeit für die Technologie gefunden. Im Moment sind die Zäune statisch mit einer Reichweite, die über die ursprüngliche Vorhersage hinausgeht. Wenn wir die Polarität jedoch umkehren, verringert sich der Ultraschallumfang, wodurch der Zaun mobil gemacht werden kann, zum Beispiel als Personenschutzschild. Bleiben wir beim ursprünglichen Design oder lassen wir uns auf das Unerwartete ein und erschaffen etwas Neues? Natürlich, Handelskonvois werden nicht durch Aliens angegriffen, aber mal auf jeden Fall. Freie Affinitätsstufe, Harmonie. Wenn du kannst, dann berühre einen Belagerungswurm, während er sich vorbeibewegt. Das wird dich alles lehren, was du über die Bedeutungslosigkeit der Menschheit wissen musst. Naja, so ein Belagerungswurm. Würde ich jetzt nicht unbedingt berühren wollen. Ne? Ist ja eher uncool. Wir haben wieder Werte zu entwickeln. Achso, man kann gar nicht zurück. Okay. Tja, dann halt nicht. Ein Alien-Nest. Oh Gott. So, haben wir denn hier noch irgendwas zum Bebauen? Abgesehen von dieser komischen Stelle da. Nö, haben wir nicht. Ja. Wo wollen wir unsere nächste Stadt hinbauen? Das sind Algen, Korallen. Oh, das hier unten ist weg. Eigentlich könnten wir dann hier hinbauen. Aber hier ist doch... War hier nicht irgendwo Xenomasse? Hier ist Xenomasse. Ja, diese Dinge verschwinden irgendwie manchmal. Ich glaube, die werden durch Aliens vernichtet oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier sind Pilze, Knollengemüse. Basalt. Erdöl ist jetzt uninteressant. Chitin. Wir könnten hier hinbauen. Wenn wir Chitin, schwebende Steine brauchen wir zwar nicht. Knollengemüse. Korallen. Ja, geh schon mal hier hin und bereite alles. Moment, nee, Moment. Nicht dahin gehen. Warte. So, ganz kurz zu meiner Stadt. Hier. Kaufen. Marine. Weil wir brauchen jemanden, der unseren wunderbaren, lieben, freundlichen und offenherzigen Kolonisten begleitet. Weil sonst werden die ziemlich gerne von Aliens gefressen. Hop, 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 hop. Alien-Nest. Oh ja, ist ja egal. Solange jetzt da kein Seedrache ankommt. Also wäre auch nicht ganz so schlimm, weil der Erkunder hat ja eh kein Erkundungsmodul mehr bei sich. Also wäre es auch eh quasi egal. Pfff. Oh Gott. Tschüss, lieber Erkunder. Oh ne, es war sogar ein Marine. Das ist ja eine Frechheit. Was erlauben sie sich? So, du schwimmst mal danach da oben. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Uiuiui, hier sind ein paar Leute. Wir haben im Wrack eines abgestürzten Satelliten 80 Produktionen gefunden. Das ist doch schon mal was. Das ist doch was. Vivarium nun in Produktion. Ach, hier ist das Ende der Karte schon. Ja, wenn das so ist. Ja, dann. Ein slawischer Erkunder. Du bleibst da mal ganz kurz. Handelsschiff. Tianyong, also Wissenschaft. Oder Geld und Wissenschaft. Ich glaube, der Fernbasis 1. Ja. Weil, wenn ihr jetzt das Aufstuf kriegt, dann kriegt nur mehr Geld, nicht mehr Wissenschaft. Schade, egal. Ressourcensonde entdeckt, aber da muss auch irgendwo ein Nest sein. Ich meine, das sind so viele. Nicht wahr? Oder? Oder? Eine Questentscheidung. Was sollen wir machen? Die einheimischen Kreaturen dieses Planeten bereiten uns schon eine ganze Weile Probleme, aber das wird sich nun ändern. Wir haben ein Alien-Reservat eingerichtet, in dem wir sie in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können. Das, was wir von den Aliens lernen, können wir für unsere alltäglichen Leben nutzen. So werden wir nicht nur stärker, sondern können auch mit den Gefahren, die sie uns stellen, besser umgehen. Wir müssen immer blablabla. Da, nehmen wir an. So, und ich mache mir ganz kurz eine ganz kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüssi.